Herzlich willkommen bei ProHandling. Heute gibt es wieder ein neues Produktvideo und zwar geht es heute um das Eindrehen von selbstschneidenden Gewindeeinsätzen. Dafür haben wir Folgendes. Also wir haben als erstes die Gewindeschneidmaschine, die den gewährleistet, dass der Gewindeeinsatz gerade eingedreht wird und die Maschine bringt halt auch das Drehmoment auf. Dann haben wir einmal eine Rutschkupplung, die dann im richtigen Moment auslöst. Das heißt, sobald der Gewindeeinsatz komplett eingedreht ist, löst die Rutschkupplung aus. Die wird je nach Größe für uns vorab auf das richtige Drehmoment eingestellt. Und dann haben wir noch das Eindrehwerkzeug. Das Eindrehwerkzeug wurde von uns angepasst, ist jetzt hinten ein Vierkant dran. Diesen können Sie dann ganz einfach in die Gewindeschneideraufnahme reinschieben. Ist jetzt hier fest verriegelt und somit den Gewindeeinsatz eindrehen. Was auch wichtig ist, wenn Sie jetzt selbstschneidende Gewindeeinsätze haben, ist darauf zu achten, dass wenn man den Gewindeeinsatz jetzt hier auf den Gewindestift dreht, dann ist ja hier immer entweder ein Loch oder ein Spalt, weil die ja selbstschneidend sind. Da sollte ein Stück der Gewindestift zu sehen sein. Das ist so eine Faustformel, das ist die richtige Größe. Falls der Gewindestift zu lang ist oder zu kurz ist, kann der ganz einfach nachgestellt werden. Das zeige ich mal kurz. Man kann das hier so aufziehen, dann sind hier zwei Immusschrauben, die können Sie lösen und dann ist hier noch ein größeres Gewinde. Darüber kann der Gewindestift entweder weiter rein oder weiter rausgedreht werden. So, jetzt kommen wir zum wichtigen Teil. Wir drehen jetzt einen Gewindeeinsatz ein. Also, als erstes das Eindrehwerkzeug in die Aufnahme. Das ist jetzt drin. So, dann die Aufnahme in Ihre Gewindeschneidmaschine. Und jetzt den Gewindeeinsatz. Okay. Und jetzt zum Eindrehen ganz einfach an die gewünschte Position, den Knopf drücken. Jetzt hat die Rutschkupplung ausgelöst, weil wir unten angekommen sind. Und jetzt mit dem Werkzeug wieder zurückfahren. Der Gewindeeinsatz ist jetzt hier drin. Ihr Werkzeug ist da und jetzt kann man gleich direkt den nächsten nehmen und den auch wieder rein. Das Ganze gibt es natürlich auch für Drahtgewindeeinsätze, da gibt es dann wieder ein extra Video zu. Ansonsten, je nachdem, was Sie für Materialien haben, können wir gerne alles vorab für Sie prüfen, die Gewindeschneidaufnahmen auf das passende Drehmoment einstellen. So, das war jetzt unser kleines Produktvideo zum maschinellen Eindrehen von selbstschneidenden Gewindeeinsätzen. Wenn Sie weitere Fragen dazu haben oder angepasste Werkzeuge brauchen oder Gewindeeinsätze, können Sie uns gerne schreiben. Wir erstellen Ihnen dann ein Angebot oder helfen Ihnen erstmal in Form von Beratung, was für Sie überhaupt sinnvoll ist. E-Mail-Adresse finden Sie unter dem Video. Vielen Dank und liebe Grüße von ProHandling.